Hallo liebe Zigarrenaficionados, heute ein weiteres Zigarrenreview von mir. Und weil ich ja neulich mit der Victor Calvo Serie angefangen habe, habe ich gedacht, ich mache einfach mal weiter. Und zwar mit der stärksten, wahrscheinlich stärkste, weil wenn Fuerte draufsteht, dann könnte da schon sich was dahinter verbergen. Aber grundsätzlich gibt es die in drei Formaten, F1, F3, F6. Das ist die F1, also die klassische Robusto, kostet 7,90 Euro, 12,7 cm Länge, 50er Ringmaß. Das Deckblatt ist ein Sungrown Deckblatt aus Ecuador. Das Umblatt ist auch aus Ecuador. Einlage Domrep und Nicaragua. Ich vermute, dass da auch Ometepe dabei ist, aber das werde ich dann nachher sehen. Ja, Victor Calvo relativ neu, in Deutschland zumindest unterwegs, über Starke Zigarren, über den Sebastian von Starke Zigarren importiert seit ein paar Jahren erst. Ist von Costa Rica nach Nicaragua gegangen und hat sich dort dann in Esteli selbstständig gemacht. Und ja, made in Nicaragua auf jeden Fall. Ja, hört sich sehr interessant an. Ich muss dazu sagen, hier jetzt bei diesem Licht sieht man es jetzt nicht so gut, aber wahrscheinlich nachher werdet ihr es besser sehen. Das Deckblatt sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Schön glänzend, glatt, fein, wirklich hochwertig gemacht sieht sie aus. Und ja, auch interessant hier die Kiste, dass wir hier auch so ein Boxing-Date haben, 2019, machen sie ein bisschen auf Kuba, aber ist ja nicht schlimm. Ja, also vom Kaltgeruch her Richtung Heu, was leicht süßlich ist, natürlich Pfeffer, vom Kaltzug her genauso. Sehr, sehr pfeffrige Zigarre, ein Hauch Creme, aber die verschwindet dann relativ schnell, dann auf jeden Fall auch Richtung Leder. Ja, machen wir sie einfach an. Also das Deckblatt ist wirklich sehr, sehr schön, geschmeidig, schöne Farbe. Ja, also Victor Calvo. Ich habe die Videos damals gesehen, 2019 glaube ich war es, bei Starke Zigarren auf YouTube und ja, war nie so auf meinem Schirm. Aber jetzt hier für 97 eine schöne Robusto, fairer Preis und ich glaube, die hat auch einiges zu bieten, so von der Stärke her zumindest. Interessant. Also durch das Sungrown Ecuador Deckblatt kriegst du auf jeden Fall so eine gewisse Süße rein. Aber ganz fein. Sehr holzig. Weniger cremig, als ich es gedacht habe, jetzt schon auch zu Beginn. Ledrig. Nicht unbedingt trocken, es ist genau richtig so. Du hast so einen gewissen Gegenzug. Ja. Rauchvolumen ist ganz gut. Ja. Kaffee. Du hast so eine gewisse Schwere da. Das ist eine schwere Zigarre, ja. Es ist schwierig zu beschreiben. Es ist eine intensive Zigarre, eine starke Zigarre, in dem Sinn, dass man halt schon den Tabak oder das Nikotin im Prinzip schon so direkt spürt. Das zu Anfang. Kernig. Es hat so was. Also ich meine, dass da Ometepe-Tabak drin ist in der Einlage. Also dieses würzige, dieses Samba ein bisschen, sage ich jetzt mal, in die Stärke. Gleichzeitig aber eben auch dieser Kaffee. Aber dieses Süßliche, was ich auch am Anfang jetzt so gesagt habe, das erinnert mich so ein bisschen an Karamell,
aber extrem entfernt, also wirklich muss man sich so ein bisschen einreden. Also dieser Pfeffer ist schon sehr intensiv. Das Problem ist, dass ich bin ja mit dem Hund unterwegs und habe ja schon die ganze Zeit dran gezogen, so kaltzugmäßig. Und die Zunge war dann schon ziemlich ziemlich benetzt von diesem Pfeffer. Und deswegen spüre ich also jetzt nicht wirklich so ein Upgrade. Aber Pfeffer ist schon 5,5 von 10, 6 von 10. Aber wird halt eben durch dieses dezent süßliche Sungrown Deckblatt aus Ecuador so ein bisschen entgegengesteuert dadurch. Ja. Ansonsten Holz und dieses Kernige erinnert so ein bisschen auch tatsächlich an die Plasencia Alma de Fuerte. Definitiv. Und habe so ein bisschen geguckt. Ich konnte nicht genau sehen, wo die Tabake aus Nicaragua herkommen. Ja, also die Tabake in Nicaragua aus Jalapa sollen so ein bisschen süßlicher sein und die aus Esteli dann einfach holziger, stärker, pfeffriger, ledriger. Aber das konnte ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen oder nachlesen. Ja, also interessant. Mal schauen, wohin die Reise geht. Ja, bis gleich. Also ich sagte ja, ich habe so eine Kombination aus diesem süßen, holzigen auch, Pfeffer natürlich. Und ich finde, dass diese Süße so Richtung Lakritz geht. Oder Karamell hatte ich gesagt, ja. Genau. Also ein bisschen Lakritz. Pfeffer steigert sich 6,5, fast 7 von 10. Die ganzen Lippen und der Rachenraum ist schön abgedeckt vom Pfeffer, aber nicht zu so scharf. Das ist halt das Gute. Du hast eine schöne pfeffrige Würze am Start, aber ist jetzt nicht so, dass es wirklich scharf ist oder du sie weglegen möchtest. Ja. Also wirklich fein, feiner Pfeffer. Stark, aber fein. Leider so ein bisschen Abbrandschwierigkeiten. Ich habe jetzt schon mal korrigiert. Ah Mann, wenn der Abbrand jetzt noch ideal gewesen wäre. Aber ja. Ja, starke Zigarre auf jeden Fall. Super verarbeitet an sich, schönes Deckblatt für 97. Ja. So Leute, wir sind jetzt bei 90 Minuten. Also du bekommst für 97 eine schöne Robusto mit 90 Minuten Rauchdauer. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass das schon zu Ende geht. Zum Schluss wurde sie sehr mild, so ein bisschen süßlicher wieder, so ein bisschen Richtung Karamell. Und auch ein bisschen frisch, also so ein bisschen Pfefferminze, würde ich jetzt mal sagen, so in die Richtung. So ein Hauch Erde, aber nicht zu krass, das finde ich gut. Sie wird auch nicht zu trocken oder zu ledrig. Sie bleibt eigentlich relativ gleichförmig, was so dieses trockene, ledrige angeht, ja. Also sie ist nicht zu trocken, also ich beschreibe das immer so, entweder sie ist cremig und butterig und schmierig auf den Lippen oder halt eben so trocken. Dass du halt dann irgendwie den Drang hast, den Speichel zu sammeln und auszuspucken und so weiter. Das hast du hier halt gar nicht. Es ist wirklich von Anfang bis Ende eigentlich angenehm. Grundsätzlich relativ geradlinig, ja. Pfeffer und Würze ziemlich intensiv am Start, ja, aber jetzt nicht übermäßig so, dass es zu scharf ist. Das finde ich halt eben gut. Du hast so dieses Prickeln, dieses Würzige auf den ganzen Lippen, auf der Zunge und so weiter, im ganzen Nachenraum. Aber das ist nie unangenehm. Von dem her guter Blend meiner Meinung nach. Ja. Es gibt halt eben auch Zigarren, die sind einfach nur scharf, das geht gar nicht. Selbst jetzt bei dem Wetter und so, drückt nicht. Also zwischendurch habe ich schon so ein bisschen, ja, habe einen Kaffee getrunken nebenher und so, oh, jetzt fährt es mir so ein bisschen im Magen rum. Aber nur so ein bisschen und dann war es wieder weg. Also ist grundsätzlich nicht zu stark. Also da gibt es ja so meine Vaterzigarren teilweise, da. Die rauchst du nach einer halben Stunde, irgendwie sagst du nichts mehr, weil du mit dir selber kämpfst, dass du jetzt nicht irgendwie aufs Klo rennen musst.
Also ihr kennt ja so Zigarren, die so pfeffrig und würzig und stark einfach sind. Aber hier gar nicht. Also ich finde, das ist eine feine Zigarre, wenn der Abbrand jetzt nicht so blöd wäre. Ja? Also hier und da musste ich schon mehrfach korrigieren und so weiter. Aber grundsätzlich eine unkomplizierte Zigarre. Jetzt zum Schluss ging sie einmal aus. Habe sie 5 Minuten aber weggelegt auch. Bereite mein Essen vor nebenher. Und von dem her, das kann man verschmerzen. Ja, relativ geradlinig, aber eigentlich von Anfang an so dieses kernig sympathisch würzige Zedernholz. Und hier und da eben immer dieses leicht süßliche, dieses, was ich auch zwischendurch gesagt habe, dieses Lakritzartige. Und zum Schluss wird sie relativ mild, bisschen floraler, bisschen verspielter noch. Und ja, ich rauche sie auf jeden Fall noch weiter, weil sie einfach angenehm jetzt zum Rauchen ist. Also wie gesagt, die steigert sich von der Würze her. Ja, so nach 5 bis 10 Minuten bleibt dann auch relativ eine Weile so. Aber dann so nach einer Dreiviertelstunde, nach einer knappen Stunde wird sie dann echt angenehm und wirklich sehr lecker eigentlich. Ja? Auch wenn sie geradlinig ist. Deswegen 97, 4 von 5, gute Zigarre. Ja? Hier seht ihr dann das Deckblatt ein bisschen besser. Richtig schönes Teil. Vom Kaltzug her oder vom Kaltgeruch her Richtung Heu. Pfeffer, was leicht süßliches. Kaltzug sehr, sehr pfeffrig. Also die ganze. Das wird ein Blooper. Den mache ich vielleicht rein. Geh aus!